Okay, ihr Genossen habt ja ganz schön gefeiert und einer hat's einen zerfetzt. Und willkommen, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von House of Creep 6. Ich bin jetzt nun, wie ihr seht, wieder hier, habe den Schlüssel und diesmal muss ich auf den gemeingefährlichen Besen hier aufpassen. Kartoffelbrei ist wahnsinnig geworden. Ein bisschen muschig im Kopf, das könnte sein, oder? So ungefähr, oder auch anders. So. Na warte. Ja komm. Komm doch. Diesmal. Ach, du kommst nicht weiter. Das ist ja. Dein Pech, Alter. Dein Pech. Na komm. So. Ist da was drin? Ne. Ja, bleib mir nur fern. Unterhalte dich mit dem Schrank. Ihr habt was gemeinsam. So, war hier was? Kann ich mich... Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ne? Nö, hier war nichts. Okay, tschüss, Kartoffelbrei. Oder Baldrian? Das könnte auch Baldrian sein. Dafür, ich habe hier Kartoffelbrei im ersten Part von meinem Amnesia-Let's Play durch die Luft geschleudert. Das könnte dir nicht gefallen haben. Oder ist Baldrian männlich? Keine Ahnung. Ja, genau. Hier war... Hier in den Raum hat er... Wow, das habt ihr beim letzten Mal nicht gemacht. Hey. Na sowas. Und daher kommen die kleinen Fässer, meine Lieben. Okay, wo habt ihr den Schlüssel? Raus mit der Sprache. Raus mit der Sprache. Wo habt ihr den Schlüssel? Hierhin hatte mich der Besen das letzte Mal durchgestoben und dann kam ich nicht raus, weil ich ja keinen Schlüssel hatte. Ach, da ist er. Ihr solltet mich nur erschrecken und ablenken. Gut, die lasse ich mal weiter breakdancen und dann geht's hier weiter. Okay. Bei sowas lieber rennen, man weiß nie, was hinter einem auftauchen könnte. Okay, also da würde ich sagen, geht's schon mal nicht weiter. Moment mal, der Aufbau erinnert mich jetzt hier aber stark an House of Creep 1. Yep. Definitiv. Ganz leise. Wer weiß. Natürlich, das ist ja das gleiche Haus. Es hat wahrscheinlich mehrere Etagen. Du verdammt deites Gammelstück, du. Boah. Das ist ja mal ein astreiner 3D-Bildschirmschoner. Das ist sogar der gleiche Aufbau wie im ersten Teil. Hä, was steht denn hier? Römische Ziffern, glaube ich. Oh nein, jetzt sag nicht, dass da wieder das Monster auftaucht. Okay, beim ersten Teil war hier was explodiert, das weiß ich. Ist hier was irgendwo in den Ecken? Da vielleicht. Aus dem Weg, ich habe Besseres zu tun. Ich sollte auch aufpassen, wo ich die Sachen hinräumen oder wo ich hier rumblicke. Nö, ist nix. Okay, ihr Genossen habt ja ganz schön gefeiert und einer hat's einen zerfetzt. So, Mann, oh Mann. Der Monsterkollege. Kann es sein, dass ich in der Custom Story reingerutscht bin? Kann das sein? Das habe ich ja schon, das habe ich auch schon mal gehört. Nein, es taucht. Nö, bin ich blöd. Der würde da nicht auftauchen. Hoppala, dann schauen wir mal, ob die Tür hier. Die geht nicht auf. Also muss hier irgendwo ein Schlüssel sein. Unter den Tellern. Okay. Alles mal einen Teller hochheben. Hier vielleicht. Ne. Hier vielleicht. Ne.
Scherben bringen ja Glück, sagt man. Vielleicht auf den Stühlen? Hm. Wirklich eine Sucht. Lag der hier die ganze Zeit und hat sich nicht gemeldet. Der kleine Lümmel. Gut. Ne? Wofür dann? Ich habe keine andere Tür gesehen. Und du liegst hier faul rum. Du faules Stück. Ja, genau, genau. Geh in die Ecke und schäm dich. Genau, so ist richtig. Mann, ich habe jetzt Angst, dass das Monster auftaucht wie beim ersten Teil. Hier ist keine... Ich will nichts hören. Hier ist auch nichts. Oder? Oder ist hier irgendwo eine geheime Tür? Ne. Also ich bin schon mal nicht in eine andere Custom Story reingerutscht. Das habe ich gehört. Habe ich gehört. Shhh. Dass es auch passieren kann, dass man dann. Dass die Dateien sich überlappen. Ich habe wahrscheinlich hier die Tür übersehen, oder? Irgendwo hier. So. Guten. Hallo. Markierst du eine Stelle? Kann das sein? Nö. Von da komme ich ja. Da geht's nicht weiter. Sehr informativ, Christian. Mhm. Sag uns mal was wir noch nicht wissen. Probier's einfach nochmal an der Tür. Vielleicht hast du es nur nicht richtig gemacht. Nee. Ich bin schon wieder doof. Hallo. Kann sich die Tür bitte mal melden? Schäm dich weiter. Ich pass auf. Hm. Es ist mir ein bisschen unheimlich, dass ich nichts höre. Also, ihr hört nur mich. Aber ich höre keine Musik oder sowas. Moment, das ist wahrscheinlich der falsche Schlüssel. Es gibt mehrere. Ah, ich hab's doch gewusst. Der hat mich ausgetrickst. Ganz schlimm. Oh, das war's. House of Creep 6. Made by Skashi, YouTube Colored Retards. Thanks for playing. Love you, Sadie, Holly and Beer Cake. Es war ihnen gewidmet. Music by Tremor We Can Beat. And A Clockwork Orange. Das war der zweite Teil. Es war unheimlich, findet ihr nicht? Also ich fand's unheimlich, ja. Schönes Jumpscares. Kommt noch was? Ich würde ihm zutrauen, dass es jetzt noch kommt. Ende. Okay. So, meine Lieben. Das war das Ende von House of Creeps 6. So wie ich gelesen habe, als ich die 7. Datei runtergeladen habe, also von House of Creeps 7, sollte es eine längere sein, also vielleicht geht es sogar über 3 Parts. Also, freut euch drauf, ich bin 93 Chuvo, I love to entertain you und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss und goodbye.